Landtag im Dialog. Bürger fragen, Politiker antworten. Das ist das Motto, unter dem das erfolgreiche Diskussionsformat des Thüringer Landtags steht. Fachpolitiker verschiedener Fraktionen diskutierten diesmal in Eisenach zu gesundheitspolitischen Fragen und zum Thema Pflege. Landtagspräsidentin Birgit Dietzel eröffnete den Abend gemeinsam mit Thüringer Allgemeiner Chefredakteur und Moderator Jan Hollitzer. Es ist wichtig, auch zu merken, wohin geht denn die Tendenz. Wir hatten letztens einen parlamentarischen Abend in Thüringen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit der Landesärztekammer und der Landeskrankenhausgesellschaft, die natürlich auch dieses Thema aufgenommen haben. Wir haben in fast jeder Landtagssitzung wird über Themen wie Pflege oder Gesundheit diskutiert. Das Publikum im Diakonischen Bildungsinstitut nutzte die Gelegenheit, Fragen an die richtige Stelle zu adressieren. So entstand eine rege Diskussion darüber, wie der Thüringer Pflegekräftebedarf künftig gesichert werden kann. Dass wir zukünftig mehr Krankenpflege auszubildende haben, sondern eindeutig weniger. Denn die Latte, um Krankenschwester, Krankenpfleger zu werden, wird zukünftig deutlich höher sein. Es ist reine Bürokratie, was zurzeit dort geschieht, und wir sind eigentlich dem Zeitplan hinterher. In diesem Zusammenhang wurde auch über die finanzielle Vergütung des Pflegepersonals, deren Ausbildung und die zunehmende Abwanderung von Fachkräften aufgrund geringer Bezahlung diskutiert. Bürgerinnen und Bürger aus der Region sprachen mit Landtagsabgeordneten über die Aufgabe der Politik, gesetzliche Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Ausbildung im Pflegebereich in Thüringen zu schaffen.